Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Limbo. Wir waren stehen geblieben bei Jimmy, der mit seinen assigen Freunden hier gerade ein Wettrennen gemacht hat. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal weiter und suchen die, beziehungsweise eigentlich hatten die sich ja alle ziemlich unwohl gefühlt, weil sie sind uns hinterhergerannt und wollten uns erschießen, weil das ja diese untersten Schubladenfreunde waren. Und uns den Garaus gemacht haben. Und da mussten wir uns natürlich zu Wehren setzen und haben sie kurzerhand mal in eine tödliche Falle gelockt, in der sie zermatscht wurden. Okay, das kann ich da nicht weiterziehen. Wozu brauche ich das denn überhaupt? Ich bin gerade verwirrt. Was soll ich machen? Das Brummen ist gerade ziemlich laut. Was? Okay. Ah, ich glaube, ich muss jetzt runterlaufen. Okay, ich hab's kapiert. Und dann. Komm schon. Ah. Ich hab voll Ahnung. Okay, und jetzt? Muss ich das loslassen, oder was? Kannst du das mal loslassen? Shoot. Okay. Nein. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich mag diese Gongs, die dann immer kommen am Ende. Hat was. Diese Atmo. Kommt jetzt auch wieder ein... Atmo pur. Ist das wie eine Kanone oder wie ein Rohr? Aber Jimmy schafft das schon. Er heißt zwar nicht, warte, Bob, aber er schafft das trotzdem. Pilze, oh ja, lass mal hier. Pilze werden auch noch nah dem kleinen Kind nahe geführt. Das kann ja heiter werden, wenn es so weitergeht. Sind auch schon so richtig alt und vergammelt, weil wenn schon, denn schon. Und dann, was ist das da? Drogenmodus. Warum läuft... Also ich kann, nur mal um das gerade zu beschreiben, ich kann nicht in die andere Richtung laufen. Wenn ich in die andere Richtung laufe, läuft er langsamer. Und wenn ich es nicht mache... Ich muss bestimmt springen. Ah, springen kann ich, okay. Läuft er... Hä? Also ich kann ihn nicht steuern. Er läuft einfach immer in irgendeine Richtung. Jetzt laufe ich wieder in die andere Richtung. Ich kann auch mal mitlaufen, weil... Oh nein. Kann ich da drüber springen? Ja, Scheibenkleister. Okay, also diese Made hat sich in meinen Kopf gefressen und jetzt kann ich nicht mehr woanders langlaufen. Das habe ich jeden Tag. Das ist total natürlich. Kann ich da vielleicht vorbeispringen? Oh, lauf schneller. Das sieht immer ein bisschen... Okay. Also aus irgendeinem Grund, da bei dieser hellen Stelle ist er dann schneller gelaufen. Also vielleicht hat das was damit zu tun, dass irgendwie, keine Ahnung, die Male Angst vor Sonnenlicht hat oder so. Und dieser... Die greifen da so danach. Ach, vielleicht... wenn ich da so drüber springe... Das sieht immer aus, als würde sich die Made einfach noch tiefer reinbohren. Das ist so ein bisschen unangenehm, weil ich bin eh kein Fan von Maden. Okay, da muss ich jetzt im richtigen Moment draufspringen. Jetzt. Ah, endlich. Guten Appetit. Diese Typen finde ich cool. Die saugen mir Maden aus dem Kopf. Der hat nichts als Maden im Kopf, auch wenn es Flausen im Kopf heißt. Aber er hat halt Maden im Kopf. Weil das ist ja kein gewöhnlicher Junge. Der ist nicht dumm. Kann ich hier springen oder so? Was wollen sie von mir? Ich will Pilze. Okay, hier kann ich noch hoch. Werde ich jetzt gleich sterben? Oder warum kann ich da unten irgendwas... Okay. Hä? Wenn ich da runtergehe, dann ist Ende Gelände. Kann ich da drüben vielleicht hochspringen?
Ah, okay. Jump! Ah, okay. Muss jetzt irgendwie essen? Was ist das überhaupt? Ist das ein Hund? Du solltest da nicht runterlaufen. Ah, das ist ein Hamster! Also ein Hund. Voll assig, ja. Voll assig hier, was wir hier abziehen. Das ist doch kein Hamster. Das ist echt unter aller Sau, was wir hier abziehen. Der ist einfach voll dicht. Hä? Aber da oben hat sich jetzt ja noch nichts verändert. Muss ich jetzt diesen Schalter wieder betätigen? Was will man von mir? Das ist hier die Frage. Ich stopp den Typen mal. Ah! Coole Sache. Also, wenn ich einen Hund daran hindere, in einem Rad zu laufen, fängt es an zu regnen. Das kenne ich. Das ist normal bei mir. Okay, das da oben ist jetzt. Ah, okay, das ist jetzt so eine Regenrinne und dann ziehe ich die runter. Natürlich. Sonst läuft es da unten voll. Oh nein. Oh nein, kann ich das bitte loslassen wieder? Läuft es jetzt wieder ab? Ja gut, weil ich muss nämlich garantiert noch da unten dieses Holzstück in die Mitte ziehen, weil ich sonst wieder ertrinke, weil ich bin ja zu dumm zum Schwimmen. All dieweil und deswegen holen wir jetzt auch mal gleich dieses tolle Holzstück und ziehen das so ungefähr in die Mitte. Komme ich da hoch? Mist, komme ich da nicht hoch? Muss ich dieses Ding da benutzen? Kann ich damit hoch? Ah, okay. Na, wenn es weiter nichts ist. Nein, komm schon. Dann lass es da mal volllaufen, bitte. Aber bin ich da nicht zu weit hinten? Ich weiß es nicht. Muss mich jetzt beeilen. Nein, nein, nein. Ja, okay. Man könnte sich entweder darüber ärgern, dass es so viele Speicherpunkte gibt, oder es einfach total positiv ansehen. Weil eigentlich, also ich meine, es ist ja nicht so schlimm, wenn man irgendwas falsch macht, weil man einfach gleich wieder von neuem anfangen kann, quasi. Also es ist ja, man hat ja die Speicherpunkte alle relativ nah beieinander. Es ist ja dann nicht so, dass das so ein Riesenverlust wäre, wenn man da jetzt stirbt. Also, ich meine, wir hätten jetzt Zeitverlust von Sekunden. Also ich habe nichts dagegen, weil so oft wie ich irgendwas falsch mache. Okay, dann auf ein neues. Und jump! Na perfekt. 1A, wie wir das hinkriegen. Musterschüler Jimmy. Es regnet. Oh, das macht echt so eine kalte Atmosphäre. Das macht mein Zimmer ungemütlich. Das ist auch draußen nicht so tolles Wetter im Moment. Wie geil. Will ich da überhaupt reinspringen? Ach. Nein, wollte ich ja eigentlich nicht. Okay. Ah, man kann, ich glaube, man bricht diese Todessequenzen eher ab, wenn man Pfeiltasten drückt. Deswegen habe ich auch immer so lange gebraucht, um zu sterben. Ist jetzt hier eine Höhle. Jetzt rutsche ich bestimmt gleich wieder. Jetzt muss ich bestimmt wieder springen, weil ich sonst von irgendwas zermatscht werde. Oh, doch nicht. Halt, ich nehme die Kiste gleich mal mit. Die würde hier auf keinen Fall rumstehen, wenn man sie nicht brauchen würde. Ich bin ja nicht doof. Ich bin ja voraussehend, vorausschauend. Oh nein, wirklich? Muss das sein? Muss jetzt schon kommen. Ja, ich mach das zu und das Wasser steigt. Und steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Muss ich das hier zumachen? Ja, ich hätte es da hinstellen müssen. Kommst du rüber? Oh, so sieht er aus, wenn er ertrinkt. Okay, ja, ich weiß, was ich machen muss. Da braucht jetzt so ein bisschen Vorbereitung, aber das kriege ich schon gebacken.
Und zwar müssen wir die Kiste da hinstellen. Ich hoffe einfach mal, dass ich dafür nicht extra hochrennen muss und das hinziehen, dass ich das auch in der Zeit hinkriege, in der ich jetzt eh hochrenne. Ziehen wir das mal rüber und springen ganz schnell an die... Nein, 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 ich bin... Ah. Ich kann ja nicht mal eine Sekunde die Luft anhalten, ey. Das ist so ein... Das ist voll... Kriegt der gleich Panik? Ist der so ein... Ist der... Wie, was heißt Wasser auf Lateinisch? Aquafo? Liquofo? Ich hab schon so ewig kein Chemie mehr gehabt. Ich darf keine Pfeiltaste dabei drücken, sobald ich am... Ja, so. Okay, schnell. Zieh es auf. Okay. Jump on the chest. Wow, wow, wow. Chill mal. Spikies. Die stehen bei mir zu Hause auch immer so rum. Also, das kenne ich schon. Dieses Problem ist Alltag bei mir. Hoffentlich brauche ich die Kiste nicht noch. Oh Gott. Ah, ich nehme einfach mal die da. Schneller, schneller, schneller. Okay. Das Wasser steigt ja ganz schön schnell an. Und es ist auch cool, dass diese Kisten immer so schön gerade da bleiben und... Oh nein, die ist nicht schnell genug. Ah, da fließt, müsste das Wasser jetzt aber wieder abfließen, oder? Rauschen. Also wer jetzt auf Toilette gehen muss, der kann die Chance nutzen und jetzt mal schnell auf Toilette gehen. Jump! Oder? Was kommt da unten an? Ein Anker? Kommt der hoch noch? Oh, 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 okay, ich hab's kapiert. Ja, ich hätte es zuschieben müssen. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Nein! Der kann ja nur eine Sekunde unter Wasser atmen und deswegen sterbsen wir hier gleich mal wieder vor uns hin. Okay, also ich schätze, ich muss hier hochspringen. Dann warten, bis dieses Ding da aufgeploppt ist. Und gleich sobald es hochgesprungen ist, das zumachen dahinter. Oder? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Gott, ich muss bestimmt da hochlaufen. Bestimmt, 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 bestimmt. Die Richtung bitte. Ja, weil dann drückt er das hoch. Das fände ich voll die gute Idee. Wenn du das jetzt hochdrücken würdest. Hätte ich da voll nichts dagegen. Ja. Zum Glück. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Balanceakt. Komm schon, komm schon. Okay. Perfekt. Ah, das Wasser bleibt auf einmal stehen. Ja, okay. Ja, wenn es weiter nichts ist. Oh, da oben ist schon wieder Wasser. Immer dieses Problem mit dem Wasser. Hier gibt's Wasser im Überfluss. Das ist, scheint Wasser im Überfluss und der Typ kann nicht schwimmen. Na, das wird ja immer besser. Okay. Und was dieser Schalter macht, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Limbo.